Guten Abend. Als vermutlich Ältester in der Reihe der jungen Basler Architekten freut es mich, heute Abend hier zu sein. Neben der handwerklichen Arbeit im Büro reflektiert man besonders in Vorbereitung zu einem Anlass wie heute Abend das architektonische Metier. Ich frage mich, wie viel Architektur denken wir eigentlich? Oder besser, wie viel ist gedacht und wie viel ist gemacht? Dazu möchte ich doch ein kleines bisschen Werkvortrag machen und mit unserem ersten kompletten Projekt einsteigen. Das Schulhaus in Kappel. Komplett ist das Projekt, weil es aus einem Wettbewerb hervorgegangen ist, weil es letzten Herbst fertiggestellt wurde und weil das Haus charakteristisch und abgeschlossen erscheint. Wir hatten im Rahmen des Wettbewerbs die Aufgabe, eine Schule zu entwerfen. Alles in allem 6 Klassenzimmer zum Bestand hinzu und ein paar notwendige Nebenräume. Ich hatte überlegt, nachgedacht, gedacht und dann hatte ich es. Das Vorbild, die Villa Rotonda. Nein, ganz so einfach ist es natürlich nicht mit dem Architekturdenken. Die Referenz der Villa Rotonda ist in diesem Fall die Referenz, die man im Nachgang bemüht. Sie könnte möglicherweise nur dazu dienen, sich zu messen. Aber das wollen wir nicht. Wir hatten einfach Spaß, gewisse Verwandtschaften zu entdecken und haben noch immer Freude daran. Die eigentliche Arbeit am Projekt war vielschichtiger und weniger heroisch. Wenn wir Architektur denken, dann tun wir dies nicht nur abstrakt, sondern in gewisser Weise sehr handwerklich. Deshalb möchte ich eher vom Hineindenken sprechen. Vom Hineindenken in die Dinge, in die physischen Dinge. In Kappel haben wir die typische Situation einer kleinen Gemeinde im Mittelland vorgefunden, mit einem Schulhaus von 1964. Es wurde umgebaut in den 80er Jahren und ich habe zuerst die Frage gestellt, was bist du für ein Ort? Was ist gut? Was ist schlecht? Und ich habe dabei 2 wesentliche, qualitätsvolle Elemente entdeckt. Erstens die gebaute Topografie, was man sehr schön sieht, in diesem typischen 60er-Jahre-Stil. Und das charakteristische Vordach, der schwere Beton auf den viel zu dünnen Stützen. Und diese Qualität haben wir herausfiltriert. Daraus hat sich die Idee der ebenerdigen Schule zwischen Dach und der artifiziellen, zwischen der gebauten Landschaft entwickelt. In selbstreferenzieller Weise haben wir das bestehende Dach transformiert und für den charakteristischen Ausdruck und die städtebauliche Geste genutzt. Zum unaufgeregten Äußeren entstand im Innern ein spezieller, zentraler Raum, der von uns auch als Gemeindesaal gedacht wurde. Eigentlich ist das der Restraum, der in der Typologie der windmühligen Anordnung des Grundrisses zurückbleibt. Und hier sind die Garderoben für die Schüler untergebracht. Bei der Schule in Kappel ist die Geschichte des Hineindenkens sehr schnell erzählt. Wie dieses Hineindenken in unsere Arbeit begleitet und sogar unsere Arbeit strukturiert, möchte ich anhand unseres aktuellen Projektes St. Christophorus in Basel zeigen. Aus folgenden Gründen eignet sich dieses Projekt sehr gut dafür. Erstens stehen wir erst im Vorprojekt, der Wettbewerb ist noch recht warm
und die Publikationsbilder des gebauten Hauses sind noch weit, weit weg. Zweitens, der Nutzungsmix und die inhaltliche Bedeutung in diesem Kirchenprojekt greifen extrem weit aus und lassen einen großen architektonischen Spielraum offen. Die Lage in Basel. An der Ausfallstraße nach Weil, Friedlingen, befindet sich die Parzelle der römisch-katholischen Kirche. Viel Verkehr, die neue Tramlinie und Einkaufstouristen auf dem Weg. Hier steht die Kirche St. Christophorus, ein Bau von 1935, mit dem Sigristenhaus und dem Kindergarten als Annexbauten. Zur Aufgabe kann man sagen, ist doch ganz einfach, Kirche rückbauen und Blockrand schließen. Jedoch ist es etwas mehr. Das Programm ist sehr groß für die Baulücke, so groß wie fast eine ganze kleine Stadt. Zudem möchte sich die katholische Kirche neu erfinden, als Immobilienverwalter und Investor, der gleichzeitig seelsorgerisch und pastorale Aufgaben leistet und die mit den Immobilienprojekten querfinanzieren möchte. Wie geht man an die Aufgabe von solch einem Pilotprojekt? Ein einziger griffiger Ansatz wird hier nicht ausreichen. Für diese Aufgabe braucht es mehr als die Villa Rotonda als Referenz. Aufgrund der komplexen Aufgabe konnten wir die Gleichzeitigkeit des architektonischen Entwerfens üben. Ich möchte mich hier auf drei wesentliche Fragestellungen konzentrieren, die uns besonders beschäftigt haben und noch immer beschäftigen. Wie wohnt man in einer Kirche? Wie kommt die Kirche ins Wohnhaus hinein? Wie wird aus dem Weg ein Ort? Natürlich bewegt man sich auf die Referenz des Klosters zu. Neben den fantastischen Zisterzienserklöstern in der warmen Provence denkt man an das brutalistische La Tourette von Corbusier oder kommt zu den nördlichen und lichtfangenden Bauten von Dom Hans van der Lahm. Angetan von der Atmosphäre natürlich, konnten wir doch das Typologische des Klosters nicht in den Blockrand reinpressen. Zudem stellte sich die Frage, für wen ist die gemeinschaftliche Wohnform in der heutigen Gesellschaft denkbar? Immer wieder ist mir in der Vergangenheit das Projekt von Peter Zumthor für das Wohnhaus in Manans begegnet. Mit dieser wohnlichen Transformation des Typus Klosters, zumindest interpretiere ich das so, konnten wir die räumlich-atmosphärische Referenz retten und unsere Entdeckung weiterdenken. Wir übertrugen die strukturell-typologische Logik auf unser Projekt. Wir ordneten die zellenartige Struktur der Apartments entlang gemeinsamen Erschließungs- und Aufenthaltsraums und führten die Struktur sogar bis in die beiden Wohnhäuser hinein. In der Mitte ist dieses alte Wohnen untergebracht und hier gibt es diesen zentralen Erschließungs- und Wohnraum, der für die Nutzung des Seniorenwohnens ausgerichtet ist auf die Straße zum städtischen Raum. Und diese Struktur haben wir konsequent weitergeführt bis in diese beiden Gebäudeköpfe hinein, die eigentlich ganz normales Wohnen darstellen. Nun gab es mal die Idee für das Wohnen, aber auch die Kirche sollte noch in dieses Haus hinein. Das Programm sah Folgendes vor: Gemeindesaal mit Großküche,
Kapelle, öffentlich zugänglich, Foyer für die verschiedenen Nutzungen. Wie bekommt man die Bedürfnisse eines Gemeindezentrums für Feste, Veranstaltungen mit dem Wunsch nach einem sakralen Raum und nach einer öffentlichen Kapelle zusammen? Es sollte multifunktional, flexibel, rollstuhlgängig und so weiter sein. Kurz gesagt, wir hatten ein Problem. Würstchen und Weihrauch. Wir gingen wieder auf die Suche. Ich hatte mich an die Kirche von Rudolf Schwarz erinnert, die sich bei mir räumlich als sehr stark eingebrannt hatte. St. Anna in Düren. Ich hatte diese am Ende des Studiums auf einer Rudolf Schwarz Reise mit einem Freund besucht. Wir hatten damals uns die Reise gegönnt aufgrund der Strapazen des Semesters. Und die Bildreferenz, aber auch die Pläne nutzten wir für St. Christophorus, um die Dramaturgie der geforderten Räume unterzubringen. Mit der Schnittfigur konnten wir die Kirche dem Haus einschreiben und gleichzeitig die Zusammengehörigkeit bzw. Differenz von sakraler Kapelle und Gemeindesaal ausarbeiten. Man sieht hier die Kapelle als sakraler Raum gedacht und hier den Gemeindesaal, der flexibel zuschaltbar, aber auch abtrennbar sein sollte. Diesen Dialog oder diese Differenz haben wir versucht in einem Schnitt auszuarbeiten. Ebenso gelang es uns, das Programm für den Kirchenteil in das gleiche Raumgefüge wie bei Rudolf Schwarz in Düren zu bringen. Man sieht hier wieder den Kapellenraum, dazu angeordnet den Gemeindesaal und hier das Foyer. Das ist der Grundriss von Rudolf Schwarz. Vielleicht können hier Wienerli, die Würstchen und der Weihrauch nebeneinander existieren. Straße oder Platz. Parallel zu den Fragen nach Kirche und Wohnen begleitete uns ständig die Frage nach dem Ort. Wie kommt dieses Konstrukt aus Wohnen und Kirche nach Kleinhüningen? Wie manifestiert sich dieser Ort über das Phänomen des Weges hinaus? Hier kam mir eine meiner Lieblingsdarstellungen von Paul Schulze-Naumburg in den Sinn. Er nennt es Straße in Prag, Beispiel für Platzbildung neben der Straße. Wir wollten der Kirche im langen Block eine Adresse, eine Bedeutung und ein wenig Platz geben. Leider hatten wir nicht so viel Platz, wie es hier bei der Referenz in Prag gezeigt ist. Natürlich hatten wir auch die Kirche von Karl Moser auf dem Tisch, die auf ihre Art ebenfalls den Ort im langen Block inszeniert und ein bisschen Platz ausbildet. Auch hier haben wir noch eine zweite Entdeckung gemacht. Neben der städtebaulichen Haltung, die der architektonischen Transformation der horizontalen des Blockrandes gegenüber der vertikalen der Kirche. Einen überhohen Kirchturm wollten wir in Kleinhüningen nicht ausbilden, aber das in die Höhe recken schien uns zwingend, um den Ort zu definieren und die Länge des Blocks zu brechen, gleich der Kirchenfenster und Kapellennischen, wie sie an der Antoniskirche zu erkennen sind. Natürlich lässt sich das Thema des vertikalen Kirchenfensters nicht direkt in ein Wohnhaus übertragen. Wir bemühten uns auch hier unsere Referenzen und durchforsteten unsere Erinnerungen. Das beschwingte Fassadenthema des Stadthauses in Dresden empfanden wir als ideal, um die tektonische Vertikalität mit dem einfachen Wohnhausfenster zusammenzubringen und die Kirche in das Wohnhaus hineinzudenken.
Natürlich sind wir auch hier nicht zufällig auf die Referenz gestoßen. Ich erinnerte mich an meine Zeit des Studiums in Dresden. Das Stadthaus ist eines der wenigen nicht zerstörten Häuser. Nach all diesen Referenzen, Entdeckungen und Transformationen haben wir am Ende noch eine Sorge. Wie soll das zu einem logischen Ganzen werden? Wo führt das Hineindenken und das Arbeiten mit Referenzen hin? Könnte man nicht vermuten, dass man in der Methodik des Referenzierens oder Kopierens die eindeutige Antwort findet? Das Schönste an der Überlegung, ob man Architektur denken kann, ist die Erkenntnis, dass man sie nicht zu Ende denken kann. So wird aus dem subjektiven Hineindenken das Einfühlen, was aus den Dingen an einem Ort ein spezifisches architektonisches Wesen werden lässt. Dankeschön.